Wir könnten auf den Eiffelturm, in die schottischen Highlands, ins Münchner Olympiastadion. Und wo schleifst du mich hin in meinen allerersten Ferien in Europa? In ein Internat, um Mathe zu lernen. Hey, das ist direkt am See, im Schloss. Kannst du Fußball spielen und surfen und... Mathe lernen. Lehrerin. Ein Stück, 3 Jahre, dann sitzt das, denkt sie. Ansonsten Tonleiter. Ich finde die Methode auch nicht so gut, aber... Und dann hat sie auch noch den Spleen in Mozart, ne? Das sind die Gene. Vielleicht, wenn sie mehr unter Kindern wäre. Lotte? Jetzt ist Surfkurs. Ich dachte, wir gehen heute ins Mozarthaus. Das machen wir wohl besser am Tag, wo Schnürregen ist, oder nicht? Davon gibt's ja nicht mehr als genug. Aber ich wollte ein Klavier spielen. Ja, aber das machen wir an einem anderen Tag. Auf geht's. Probier's wenigstens mal mit dem Surfen. Bin mir sicher, dass du das kannst. Ja? Zwei Stunden am Tag ist echt machbar, oder, Mo? Ja, es ist machbar. Sonst hast du hier im Gymnasium keine Chance, haben wir doch schon 100-mal durchgekaut, Luise. Also dem Peppert fällt's, gell? Stimmt, du findest es schon hier, gell? Ja. Sei doch mal ruhig, Mo. Tritt ein und vergiss deine Sorgen. Deine Sorgen fangen gerade erst an. Schau mal, das Wasser ist so super schön. Den Mast zwischen die Beine, Lotte, und dann langsam das Segel aus den Knien zu dir ziehen. Ja, sehr gut. Und dann ganz langsam aus den Knien. Ja, mit dem kannst du gleich ins Wasser springen. Zimmer. Mademoiselle? Let's go. Im Salzkammer, du, da kann. Halt die Klappe, Mo. Ah, das wird super, Luise. Wirst schon sehen. Glaub mir. Komm her. Ciao. Ciao. Ciao, Pepper. Tschüssi. Sie wird schon. Nicht traurig sein, Peppa. Die kommt schon wieder. Hey, willkommen im Camp. Ich bin Uli. Hi, ich bin Jan. Hi. Das ist Luise. Hi. Du bist Jan Pfeifi, oder? Ja. Autogramme sind heute leider schon aus. Pass gut auf sie auf, sie ist ein bisschen Wildfang, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Ich fand dein letztes Album richtig cool. Ach echt? Ja, wann kommt das neue raus? Mit Surfen? Nein, ich muss noch Klavier üben. Leute! Seid mal ganz kurz ruhig, bitte. Stell dich mal ganz kurz vor, ne? Das hier ist Luise. Luise ist quasi direkt aus Afrika zu uns an den See gekommen. Und ihr nehmt sie bitte ganz freundlich auf. Sieht ja voll ähnlich. Quatsch.
Doch, total. Und ihr nehmt sie bitte ganz freundlich auf und überlegt euch schon mal, welchen Platz sie in der Fußballmannschaft übernehmen kann, ja? Hi. Man kann sich da vor den Satz. Spielst du auch immer nur Klavier? Guck mal, das Bett da oben ist frei. Okay. Sag mal, kennst du eigentlich die Lotte? Nee, keine Ahnung. Wieso? Ach so, habe ich mich nur so gefragt. Also, den Stundenplan für den Unterricht bekommst du morgen, okay? Mhm. Heute ist erstmal alles ganz relaxed. Du packst deine Sachen aus und dann kommst du runter an den Steg, okay? Okay. Bis später. Bis später. Was machst du eigentlich mit der? Ich fahre mit deinem Gesicht aber. Was schlägst du vor? Zerkratze sie. Oder beiß sie die Nase ab. Dann bist du in Ärger mit einem Schlag los. Krass, wenn irgendeiner mit meinem Gesicht rumlaufen würde. Kein Mensch wäre so blöd, sich deinen Schädel aufzusetzen. Hey! Los, zieh den Badeanzug an und komm rein. Macht man das so in Afrika? Mit Klamotten ins Wasser? Klar! Schutz vor Krokodilen! Einzig bitte. Wissen Sie, wie oft Mozart hier seine Schwester besucht hat? Der war nie da. Hat ab und zu mal seine Noten geschickt, damit sie es gut heißt. Hm. Bitte sehr. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Mist. Eure Sachen zusammen, das Gewitterraum, das ist gefährlich. Stefan! Im Bootshaus fehlt ein Boot. Mist. Kannst du es irgendwo sehen? Nein, ich sehe nichts. Okay, ich gehe nach oben, die Kinder zählen. Die Wasserrettung. Nein, das habe ich schon gemacht. Siehst du das? Das könnte es sein. Hoffentlich kommen die bald.
sage Ihnen das jetzt zum allerletzten Mal, Matteo. Sie tragen ab sofort eine Kochmütze. Und meine Haare? Meine Haare. Hochstecken, abschneiden, das ist mir vollkommen wurscht. Hauptsache, die Haare landen nicht mehr in der Suppe. Woher wissen Sie überhaupt, dass das meine Haare sind? Ja, gibt's hier noch einen Lehrling mit lila Haaren? Herein! Hier sind wir, Frau Montesius. Ganz ruhig. Na, und wie war's? Sturm und Gewitter stark genug? Oder willst du morgen wieder raus? Nein, Lotte fährt bestimmt nicht mehr allein auf dem See, oder? Na, das will ich ihr auch geraten haben. Setz dich mal hin. Das Wasser hier ist tief. Das Wetter ist unberechenbar. Du hättest ertrinken können. Eigentlich müsste ich dich sofort wieder nach Hause schicken. Ja? Na, deine Mutter möchte bestimmt auch mal Ferien vom Kind. Das möchte ich ihr jetzt nicht kaputt machen. Sag mal, warum bist denn du eigentlich alleine rausgefahren, hm? Ich wollte doch nur ins Mozarthaus. Ins Mozarthaus? Ins Museum? Bei der Hitze? Das habe ich ihr heute Morgen auch gesagt. Und von den anderen Kindern hätte ich auch kein einziges aus dem Wasser bekommen, aber ich kann nur nichts dafür, dass sie mir ähnlich sieht. Das Mädchen, das hier angekommen ist, das ist allerdings erstaunlich. Komm mal mit. Im Mumbai Mai haben alle Kinder einen Aasgeier, der sie zur Schule fliegt. Vom Klassenzimmer warten die Vögel dann immer auf Stangen und essen Erdnüsse, bis der Unterricht um ist. Und die Flamingos bringen dann die Babys, oder? Ja, und weil sie alle rosa sind, werden sie alle Mädchen. Luise, kommst du mal bitte her? Das ist wirklich erstaunlich. Habt ihr beiden euch eigentlich schon ordentlich begrüßt? Zwei Mädchen, die sich derart ähnlich sind, die müssen doch gute Freundinnen werden. So, jetzt gebt euch mal die Hände. Ja, na gut. Ihr braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, um euch aneinander zu gewöhnen, ja? Stehst du mal bitte auf? Lotte, du setzt dich mal Luise gegenüber, dann könnt ihr euch wenigstens schon mal in die Augen schauen. Luise, ich brauche noch die Handynummer deiner Eltern. Ich habe nur einen Vater. Deswegen kann man auch ein wertvoller Mensch sein. Noch viel Spaß heute Abend. Hm? Ich hole dir mal einen Pfand. Magst du keine Pfannkuchen? Nein, ich mag lieber was zum Beißen. Gnu ist lecker. Oder Zigni. Was ist denn das? Ist mal in Eritrea. Das Fleisch hat mein Vater mal mit Pfeil und Bogen erlegt. Du warst schon mal in Eritrea? Ja, in Lagos, Luanda, Khartoum, Tunis, Nairobi, Casablanca, Bangui und Ouagadougou. Ouagadougou? Ja, in Ouagadougou hüpfen wir alle Kinder zur Begrüßung auf einem Bein und schlagen deinen Rad. Ungefähr so. Wärst du lieber mal geblieben. Au, spinnst du? Nacht. Hast du Heimweh? Nein. Warum weinst du dann? Ich kann noch nichts dafür, dass ich dir ähnlich sehe. Thank you.
Sushi? Am liebsten esse ich handgekochte Straußeneier. Das heißt nein. Aber in der Not tut's auch ein Ei von Huhn. Wann passt ihr denn endlich die Nase ab? Sei doch nicht so kindisch. Hä? Gestern Abend hast du dir doch noch voll gegen Schienbein getreten. Lass mich in Ruhe, sonst kriegt ihr gleich eins für Schienbein. Willst du auch mal? Ich hab's nicht so mit Mädchensachen. Bist du mir noch böse? Nein. Ich hab nur überhaupt keinen Bock gehabt, hierher zu kommen. Lernen in den Ferien. Und dann auch noch du. Nein. Du. Eigentlich ist es doch saulustig. Ja. Saulustig. Ah, ey! Deine Haare sind vor 40 Dreadlocks. Schickt dich deine Mutter nie zum Friseur? Ich hab überhaupt keine Mutter. Und mein Vater, er hat mich lieb, wie ich bin. Die Schwestern. Krass. Boah, was für ein Wasserfall! Boah, was für ein Wasserfall! Kannst du uns da rein? Das ist doch gar nichts. Du solltest mal die Regenzeit in Afrika leben. In Kenia sind wir einmal in unserem Bus aufgewacht und standen mitten in einem Fluss. Und ein Krokodil hat uns in den Hinterreifen gebissen, weil es dachte, es sei ein Fisch. Wer es glaubt. Willst du mal sehen? Moment. Das Krokodil ist Jan, mein Vater. Komm, Luise. Das ist Mo, sein bester Freund. Spielt Bass in unserer Band. Und das da ist Pepper, mein bester Freund. Das ist mein Großhund. Du bist aber ganz schön rumgekommen. Ja, jetzt sitzen wir fest in Salzburg. Mein Vater hat dort einen neuen Job. Ich find's total ätzend. Jetzt muss ich auch noch zur Schule. Du warst noch nie in der Schule? Nicht wirklich. Bisher hat Jan mich immer im Bus unterrichtet. Deshalb bin ich auch so schlecht in Mathe. Das kann er nämlich auch nicht. Ich kann dir helfen, wenn du willst. Echt? Klar, solange ich hier bin. Und was ist mit deinem Vater? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Er könnte in einem Schloss wohnen. Oder tot sein. Ich wüsste es nicht. Vielleicht lebt er ja auch auf der Straße und ich gehe jeden Tag an ihm vorbei. Mama spricht nie über ihn. Amma auch nicht. Das ist meine Großmutter. Komisch. Papa redet auch nicht über Mama. Er hatte mal ein Foto von ihr in unserem Bus. Und plötzlich war es weg. Ah, der Regen hat aufgehört. Gehen wir raus? Schau. Opindi war Mühe. Du wärst lieber dort geblieben, oder? Jan sagt immer, dass wir irgendwann akzeptieren müssen, dass sich die Zeiten ändern. Du musst unbedingt zu meinem Geburtstag kommen. Jan lässt sich immer was Tolles einfallen. Am 14. Oktober werde ich 11. Am 14. Oktober? Ich auch. Und wo bist du geboren? In Freiburg. In Freiburg? Ich auch. Wow. Das gibt's doch gar nicht. Das heißt, dass du meine Schwester bist. Und du meine. Komm, der Regen geht auch das Krokodil ins Wasser. Noten. Er improvisiert. Der eine spielt was, der andere antwortet. Und so geht's dann die ganze Nacht. Willst du mal hören?
Ja, das sind die ersten Stücke von seiner neuen CD. Wie ist das so, einen Vater zu haben? Cool, Jan ist voll locker drauf. Der sagt nie, du musst jetzt ins Bett oder du darfst dies nicht oder du darfst das nicht. Und wie ist das so mit deiner Mutter? Wir lachen viel zusammen. Sie ist so chaotisch, aber Mama ist super. Außer wenn sie singt. Hm, wie ich. Mo sagt immer, wenn ich singe, hauen sogar die Moskitos ab. Dafür kann sie echt lustig schreiben. Sie ist Journalistin. Oft muss sie noch schnell weg, um ein Interview zu führen. Du bist ja voll oft allein. Manchmal kommt Amma, wenn sie nicht gerade wieder unterwegs ist. Sie trifft sich ständig mit irgendwelchen Verehrern. Sie sagt immer, ich finde einen Mann, bis ich 65 bin. Das weiß sie von ihren Tarotkarten. Und sie fragt mich ständig nach irgendwelchen Jungs aus. Das da ist Mama. Die sieht nett aus. Klar. Warum sind unsere Eltern eigentlich nicht mehr zusammen? Keine Ahnung. Zuerst waren sie wahrscheinlich verliebt. Und dann kamen wir. Und weil deine Mutter lieber arbeiten wollte, als mit nach Afrika zu kommen, haben sie uns halbiert. Hat Papa das erzählt? Mama ist nicht so eine Karrierefrau. Sie arbeitet viel, aber muss auch ganz alleine für uns sorgen. Warum ist Papa denn einfach so nach Afrika gegangen? Wahrscheinlich wegen der Musik. Vielleicht hat er gehofft, dass ihr nachkommt. Das könnte sein. Was habt ihr eigentlich immer zu bequatschen? Nichts. Wir unterhalten uns noch. Sie heißt übrigens Charlotte Luise. Aber alle nennen sie Charlies. Sie haben Mamas Namen also in der Mitte getrennt und uns jeweils zur Hälfte gegeben? Charlotte Luise. Irgendwie schön. Aber warum haben sie uns nie erzählt, dass es uns doppelt gibt? Ich würde sie so gerne mal kennenlernen. Schön, der See. Und während die beiden Mädchen da oben sitzen und auf die Welt herunterblicken, die von den Berggipfeln immer so seltsam klein scheint, fassen Lotte und Luise einen Beschluss. Den Beschluss, dass die Welt zu klein ist, um sie beide wieder zu trennen. Und dass die Nacht zu lang ist, um nur zu schlafen. Und du glaubst wirklich, dass der Plan funktioniert? Klar. Also hör zu. Gemüse holt zum Biomarkt. Badminton immer mittwochs beim SSV Frankfurt. Schreib's auf. Anna ist meine beste Freundin. Sei nett zu ihr. Wie heißt nochmal Papas bester Freund? Leise. Mo. Vom Koch habe ich echt Angst. Vielleicht sag ich, ich hätte es in den Ferien verlernt. Komm, nimm die Taschenlampe mit. Einschneiden. Warte, das Zeug geschnitten hast, mit Öl in den Topf. Glaubst du, ich kann in Salzburg irgendwo Klavier spielen? Klar, Instrumente gibt's in der Stadt ja genug. Denkst du, unsere Mutter wird misstrauisch, wenn ich plötzlich nicht mehr spiele? Hey, was macht ihr denn da? Nix, wir hatten nur so Hunger nach der Wanderung. Das ist Ratatutikaka. Willst du auch mal probieren? Schmeckt's? Gut. Hey, du warst gar nicht dran.
doch noch gar kein Likörchen getrunken. Ein doppeltes Lottchen. Jawohl. Verrückt. Hi! Toller Rock, Moni. Danke. Lotto? Wisst ihr, warum Flamingos auf einem Bein stehen? Keine Ahnung. Um Energie zu sparen. So lange Beine werden nämlich ziemlich schnell kalt. Deshalb klappen sie immer eins ein und stecken es halt dann unter die Federn. Im Nakuru-See in Kenia stehen manchmal Millionen von Flamingos auf einem Bein herum. Nicht meine Geschichten klauen, Lotte. Entschuldige, Lotte. Okay. Auflösung. Wer ist jetzt wer? Wir wollen es wissen. Darf ich vorstellen? Lotte! Tada! Lotte! Da gibt's nur eins. Darf ich vorstellen? Luise. Kinder! Ich hoffe, dass ihr mit Freude an unsere schöne, schöne Zeit hier zurückdenkt. Und wünsche euch jetzt ein wunderschönes Fest. Musik! Nicht vergessen. Da machst du aber einen guten Tausch. Ja, so wie du mit meinen Klamotten. Deine Frisur nervt. Deine auch. Keine Ahnung, wie ich das aushalten soll. Tschüss. Tschüss. Also, wie nennst du unseren Vater? Ja, wie heißt unsere Großmutter? Amma, Marianne Krüger. Was isst Jan am liebsten? Kalbsgulasch. Halt's mal gerade. Wie heißt meine beste Freundin? Anna, und zur Schule fahre ich mit der U4 Richtung Bockenheimer Warte, umsteigen bei der Konstabler Wache in die U5. Genau, und dann die Gießener Straße raus. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich schon auf meinen Vater. Und ich mich auf Mama. Aber was ist, wenn Papa es rauskriegt und mich immer noch nicht will? Auf jeden Fall müssen sie verstehen, was sie uns angetan haben. Und sich selbst. Jeder hat sich doch um die Hälfte der Zeit mit seinem halben Kind gebracht. Hä? Auf jeden Fall müssen sie kapieren, dass wir jetzt für immer zusammen sein wollen. Vielleicht wollen sie ja dann auch irgendwann wieder. Tamamungi, Aki, Penda, Tutu und Hana. Wir sehen uns? Fängt ja toll an. Und wie war es beim Campen?
sag halt einen Ton, bevor du mich fotografierst. Für meine Kontakte. Zeig mal. Ich schau ja voll fett aus. Mach noch eins. Ich war in einem Ferienort am Wolfgangsee. Wir waren auf Sandbars. Blaues Wasser, weißer Strand, endlos. Wie Sansibar. Du warst schon mal auf Sansibar? Was ist denn das? Das ist doch deine Mutter. Mama! Habt ihr immer noch den alten Roller? Ab sofort lässt du die kleine Ilse in Ruhe, okay, Fanny? Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Die ist in den Ferien wohl übergeschnappt. Mama! Hey! Ach, mein Löppchen. Komm, ab nach Hause, ja? Was ist denn mit deinem Arm passiert? Badminton. Ich hab dich so vermisst, mein Lottchen. War's schön? Mhm. Ja? Komm, raufgehüpft. Gut festhalten. Und los geht die Fahrt. Du, Schatz, ich muss gleich wieder los. Ich bin zwischen zwei Interviewterminen jetzt schnell hierher gerast und ich kann das nicht verschieben, ja? Aber hör zu, heute Abend, da machen wir es uns richtig gemütlich, ja? Und dann erzählst du mir alles in Ruhe, okay? Und hör zu, also, der Kühlschrank ist voll, ja? Vielleicht machst du uns etwas Schönes zu essen. Tui! Ja, mach dir nicht so viel Arbeit, Schatz. Ich beeil mich, ja? So. Hallo, Papa. Papa? Jan. Leute, Freunde, Mademoiselle est arrivée. Peppa, guck mal, wer wieder da ist. Hi, Peppa. Was ist denn los mit dir, Peppa? Kennst du deine beste Freundin nicht mehr, oder was? Die Luise war doch noch 14 Tage weg. Sag mal. Da reden die Leute immer über den untrüglichen Instinkt der Tiere. Danke. Ja. Okay, let's go. Sven? Neuer Song, Luise. Welcome home, Luise. Welcome, Luise. I see why you're not the man.
fand's auch gut. Wie fand's hier? Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich habe irgendwie daneben gehauen. Ich fand's eigentlich ganz gut. Hört, hört, Luise. Wenn sie sagt. War nur so ein Gefühl. Aber genau das Richtige. Und ich hab Hunger. Ja, ich auch. Sag mal, Sven, kannst du mal ein paar Pizzas bestellen, bitte? Soll ich vielleicht einkaufen gehen? Dann kann ich heute was kochen. Du? Kochen? Im Feriencamp haben wir so einen Kurs gemacht. Kalbsgulasch? Okay, gerne. Ja, klar, warum nicht? Kannst du ja Pepperl mitnehmen. Super. Komm, Pepperl. Komm. Komm. Was ist mit dem los? Vielleicht ist er ja krank. Deine Mutter zu Hause? Ich möchte nämlich mit ihr über das Paradies sprechen. Oh mein Gott! Wow! Ah! Was ist denn hier los? Ich fackel die ganze Bude ab. Meine Güte. Tut mir leid, ich muss in den Ferien irgendwie das Kochen verlernt haben. Mach doch nichts, mein Schatz. Oh. Morgen koche ich, ja? Dann ja. Kannst du es bald wieder so gut wie vor den Ferien. Oh. Und weißt du, was wir heute machen? Ach, zu Feier des Tages? Pfannkuchen, dein Lieblingsessen, ja? Oh ja, super. Achtung, Stufe. Achtung. Okay, okay, warte gleich. Gleich. Und. Ta-ta-ta-ta! Unsere erste Wohnung. Wow! Und? Wie gefällt's dir? Und unser geliebter Bus? Du, manchmal müssen wir akzeptieren, dass die Zeiten sich verändern, Luise. Wir sind angekommen. Hm? Schau mal, deine beiden Freunde sind schon da. Komm mal mit. Vorsicht, ne? Und? Wow, super. Ja, perfekt. So, und wieder auf dem Herd. Genau. Die Ferien scheinen dir richtig gut getan zu haben, hm? Bist so lebendig und ganz braun bist du geworden, du Schöne, du.
Oh, machst du die Tür kurz auf? Das ist Arma, die will dir Hallo sagen. Mach ich. Mein Schätzi. Für dich. Ein Lapislazuli, mein Lieblingsstein. Mama, wir haben schon genug von dem Zeug hier, ne? Was hast du denn da gemacht? Hingefallen beim Badminton. Oh, jetzt kannst du gar kein Klavier mehr spielen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir einen Mondstein mitgebracht. Der hat nämlich heilende Kräfte. In Afrika sagt man, in einem Stein liegt die Weisheit von Jahrmillionen. Hab ich von der Freundin aus dem Feriencamp. Willst du die Hälfte von meinem Pfannkuchen? Schau mal, was ich gelernt hab. Oha. Obacht, ne? Wow. So riechen tut's schon mal gut. Unglaublich, Luise. Super lecker, die Spätzle. Ja. Wolltest du nicht eigentlich Gulasch machen? Ich schon, aber der Pepper. Ich hoffe, er ist satt geworden. Das letzte Mal, dass du was gekocht hast, weißt du noch, Taschinen bei Marco, wir haben beinahe der ganze Bus abgebrannt. Danke, war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Hm. Erzähl doch mal ein bisschen. Was schön am See? Mhm. Und? Hat's für Mathe was gebracht? Glaub schon. Hast du neue Leute kennengelernt? Mhm. Ein paar. Sag mal, was ist denn los mit dir? Musst du doch sonst nicht alles aus der Nase ziehen. Mir fällt gerade nichts ein. Was ist denn so? Ich freue mich einfach. Wir haben uns jetzt so lange nicht gesehen. Das ist auch lang. Es kam mir viel länger vor. Klar. Sag mal, hast du Lust, mich nachher zur Probe zu begleiten? Zu meinem neuen Job im Mozarteum. Ich habe eine Kinderoper neu arrangiert. Hänsel und Gretel. Weißt du, was das Beste ist? Die Einnahmen gehen direkt an deine Freundin Musanga, damit die Dorfschule dann endlich fertig wird. Klar, ich komme gerne mit. Was sagst du? Die Pilze. Sollen die vielleicht schon im Off singen? Das kann ich so einrichten. Du kannst den ganzen Gesang aus dem Off kommen lassen. Was hältst du davon? Ich hab das Gefühl, dass es irgendwie wie eine Trommel ist. Dann lass mal einfach den ganzen Gesang aus der Ferne kommen. Perfekt. Ich muss schnell was checken. Okay, 3, 4. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Männlein. Sag doch das Männlein. Aua! Pepperl! 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 Kommst du her? Komm, Pepperl, kommst du her? Ja, kommst du her? Du kannst dich den Flügel jetzt anbeißen. Der ist doch giftig. Kurze Pause, Jungs. Du, lebst du noch? Das glaube ich nicht. Ich leide, normalerweise ist der überhaupt nicht so. Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Es ist eigentlich ein total. Tut mir leid. Wir sind beide nicht so gut drauf heute, ja? Was ist mit dem Hund los? Luise, kommst du mal bitte? Ich will dir jemand vorstellen. Oh. Ist sie. Meine Luise. Hallo. Hallo. Luise, das ist die Leni. Leni leitet die Opernklasse hier. Ah. Wie war's am See? Hm? Schön. Super. Dein Vater war völlig verzweifelt allein zu Hause. Er hat nur von dir gesprochen. Wie fandst du's denn? Schön. Nur der Maronenrolling war etwas uncool. Bist du auch so musikalisch wie dein Vater? Ich liebe Musik. Und welches Instrument spielst du? Bongos, ein bisschen. Ja, sie ist mehr die Sportliche. Außerdem kennt sie sich super in der Natur aus. Ah. Und sie ist gut in Sprachen. Spricht sogar Kiswahili. Wow. Mademoiselle. Toll. Gehen wir? Ich muss mit den Jungs noch was besprechen. Ein Stündchen oder so. Geh du vor, ich komm danach.
Ciao, Luise. Ciao, Luise. Tschüss. Tschüss. Ciao. Smile, though you have. Ich weiß nie, was los ist heute. Das ist bestimmt die Bergluft oder so. Na komm, ich bring dich nach Hause. Hm? Ja, Pippe. Wie, die macht uns einen Strich durch die Rechnung. Jan will keine feste Beziehung. Das hat er schon tausendmal gesagt. Hat Mama eigentlich einen Freund? Nein, da war mal einer, aber momentan nicht. Hast du Amma schon kennengelernt? Ja, sie hat mir einen total tollen Stein geschenkt. Ach Gott, noch einen? Ist ja mein erster. Und bestimmt nicht dein letzter. Du, ich muss aufhören. Mama kommt. Bist du noch wach? Schlaf schön, mein Schatz. Mama? Hm? Hast du mich eigentlich lieb? Wie kommst du denn jetzt darauf, Lotte? Natürlich habe ich dich lieb. Du bist das Allerwichtigste. Mein ganzes Leben dreht sich doch nur um dich, Lotte. Ohne dich kann ich gar nicht sein. Hm? Schatz, träum schön, ja. Und schlaf jetzt. Und du kannst mir einen Gefallen tun. Bringst du bitte deinen Koffer morgen in den Keller? Bin jetzt schon zweimal was drüber geflogen. Mach ich, Mom. Ja? Super. Gute Nacht, Mom. Gute Nacht. Oder so. Aber wie hast du nur das ganze Zeug hier reinbekommen? Mo hat mir geholfen. Komisch, plötzlich in so einer großen Wohnung, ne? Wir werden uns schon dran gewöhnen. Mhm. Na, wie sollen wir uns jetzt vom Tag erzählen, wenn wir so weit weg voneinander liegen? Vielleicht beim Frühstück. Bevor du in die Schule gehst, um 7:30? Mein Leben macht es uns echt nicht leicht. Du sagst doch selbst, eine dumme Schule führt keinen Weg vorbei. Ja, stimmt schon. Wie fandst du denn die Probe? Gut. Nur die Pizza fand ich doof. Sag's der Leni. Die ist okay, oder? Kenn ich ja kaum. Ich muss jetzt echt schlafen, Jan. Gute Nacht. Gute Nacht. Na du, mit wem schreibst du dir denn da die ganze Zeit? Ach, mit der Freundin aus dem Feriencamp. Freundin? Wenn ich einen Freund hätte, würde ich dir ja schon sagen. Aber wir sind schon noch beste Freundinnen, oder? Klar, in Afrika sagt man, nur schlechte Freunde verschwinden wie Spuren im Sand. Hey, schau mal, die blöde Kuh hackt schon wieder auf der Ilse rum. Wo hast du das denn her? Von meiner Mama. Genial. Könnte ich bei deiner Mutter vielleicht ein paar Kleider in Auftrag geben? Komm, Fanny, lass es. Also, ich hätte gerne eine Jacke aus Putztüchern, eine Tracht aus Lumpen. Du kriegst gleich eine Tracht Prügel. Lotte, seit wann hast du ein Herz für Penner? Lotte. In Nigeria sagt man, nicht jede Backe ist zum Streicheln da. Die ist in den Ferien wirklich übergeschnappt. Verdoppeln. Okay.
Bravo. Meinst du, du könntest mir morgen die CD unterschrieben mitbringen? Zum Geburtstag für meine Schwester. Okay. Die neue Klassensprecherin darf natürlich aufschlagen. Wie denn? Oh, stimmt. Wollen wir nicht lieber mal was anderes machen? Zum Beispiel Fußball. Fußball? War nur ein Scherz. Ich schau zu. Schauen wir mal, was im Briefkasten war. Sehr geehrter Herr Professor Palfi, bla 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 bla. Die Entwicklung Luises in den ersten Tagen zu betrachten, ist für jeden Pädagogen eine interessante Erfahrung. Zu sehen, wie aus einem von Ihnen als fast wild geschilderten Kind eine stillwirkende, beherrschte Kraft sich ausbildet. Sag mal, was hast denn du da gemacht? Das ist ein richtiges Wundercamp, in das ich dich da geschickt habe. Wenn ich das lese, dann kriege ich fast ein bisschen Angst. Wo ist meine wilde Luise geblieben? Hier, Flamingo. Und Klavierspielen hast du auch gelernt. Ach, das ist doch nur Geklimper. Und meine Mathelehrerin will sich doch nur bei dir einschleimen, weil du berühmt bist. Gibt's eigentlich auch Frauen, die nicht auf dich stehen? Mindestens eine. Mama? Muss jetzt ins Theater. Kannst ja nachkommen, wenn du willst. Jan, warum sprichst du eigentlich nie über meine Mutter? Weil ich jetzt keinen Kopf dafür hab. Wir reden darüber, okay? Aber nicht jetzt. Ciao. Bis später. Komm nach. Ciao. Aus dem Keller. Sie war hinter einem Koffer mit Fotos und Briefen. Vielleicht hat Jan sie mal bei Mama vergessen. Du meinst, damit er sie irgendwann abholen kann? Pass auf, dass Mama dich nicht erwischt. Sie hasst es, wenn man in ihre Sachen geht. Kein Bild von uns beiden weit und breit. Nix. Nur eine Postkarte von Jan habe ich gefunden. Vor 9 Jahren. Liebe Charlize, sende dir nur schnelle Grüße aus Südafrika. Uns geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Das Leben ist schön. Jan. Uns. Ich vermisse dich, Luise. Ich vermisse dich auch, Lotte. Tschüss. So machen wir es. Das ist unsere Version. Reicht jetzt auch. Es war ganz wunderbar. Ich freue mich auf die Premiere. Super gemacht, alle. Kommst du noch mit? Wir können ja noch irgendwie ein Pilzragout essen oder so. Komm gleich nach, okay? Ja, klar. Du, aber guck trotzdem noch nach Luise. Die war gestern irgendwie so still. Ja, Mom. Ey, warte mal auf mich. Komm mit. Hey, bleib einen Tick länger im Off, okay? Ja. Ciao. Bis morgen. Wo ist Luise? Weiß nicht. Hat sich heute nach ihrer Mutter erkundigt. Naja, sie kommt bald in die Pubertät. Das ist doch ganz normal, dass sie wissen will, woher sie stammt. Hm. Sie will auch ankommen. Hey, Luise. Schön, dass du da bist. Tut mir so leid wegen heute Nachmittag. Ich bin irgendwie total im Stress. In Afrika warst du nie im Stress. Ja, ich weiß, aber das ist alles auch neu für mich hier, weißt du? Pass auf, wir beide gehen jetzt picknicken. Nur wir zwei, alleine. Okay? Okay. Ciao. Ciao.
Dann scheint es ja schon viel besser zu gehen, hä? Ja, ja. Entschuldige, Schatz, dass ich so spät bin. Ich hatte aber noch ein schönes Gespräch mit deinem Lehrerherrn Linnekogel. Fanny hat sich anders verdient. Sie ist dumm und eingebildet und mobbt immer die kleine Ilse. Schatz, das weiß ich doch. Und das habe ich mir auch gesagt, dass ich das nicht richtig finde, wenn so ein Mädchen wie Fanny auch noch von den Lehrern in Schutz genommen wird. Danke, Mom. Aber weißt du eigentlich, ich wollte mir sagen, dass du seit den Ferien nicht mehr so fleißig und aufmerksam bist wie im letzten Schuljahr, Lotte. Was hast du gesagt? Dass mir das auch aufgefallen ist, dass du dich verändert hast. Ja? Ja. Aber hey, das ist ganz normal in deinem Alter, Lotte. Du bist ja in einem Entwicklungsprozess. Was ist denn das? Ach, da ist nur ein bisschen Lack ab. Woher hast du die denn? Aus dem Keller. Lotte, wir hatten eine Abmachung. Keiner wühlt in den Sachen von dem anderen. Ich gehe jetzt auch nicht in dein Zimmer und lese einfach dein Tagebuch, oder? Ist ja auch noch schöner. Ich habe nur den Koffer in den Keller gebracht, genauso wie du es wolltest. Und da habe ich die Gitarre gesehen. Ja, super. So, dann bringst du jetzt sofort wieder runter. Komm. Boah, Mama, du bist total fies. Hey! Ich habe mir was überlegt. Was hältst du davon, wenn wir am Wochenende gemeinsam einen Ausflug machen? Hm? Und du hast wirklich Zeit? Ja, die nehme ich mir, Leute. Gonna pack my bags, gonna leave this town. Take it all with a smile, not coming down. Mit wem schreibst du denn eigentlich die ganze Zeit? Ach, mit der Freundin. Aus dem Feriencamp. Vielleicht laden wir die mal zu uns ein, was meinst du? Das wäre schön. Lotte, wenn du unbedingt Gitarre lernen möchtest, ja, dann fragen wir einfach mal Arma. Die hat nämlich noch eine, mit der sie manchmal für ihre esoterischen Freunde spielt. Die bei uns, die ist nämlich alt und verstimmt, weißt du? Wo hast du die eigentlich her? Die hat mal ein ganz, ganz alter Freund von mir bei uns untergestellt. Kannst du ihn nicht anrufen? Eine Lakewood vergisst man doch nicht einfach so. Die ist sau teuer. Das habe ich gegoogelt. Oh, der wohnt auf einem anderen Kontinent. Ich habe gar keine Nummer mehr von dem. Schau mal, Mama. Hier lebt der einzerrte Eisenfuß. Wirklich? Leute, pass auf, ja? Lotte? Lotte? Ich bin ein Gnome, tu dich gut und ich werde dich fressen! Nein, hab Mitleid, Gnade! Okay, aber ich fordere ein Fingerchen. Sonst darfst du diese Höhle nie wieder verlassen. Ui, okay. Ich nehme die ganze Hand. Wow! Ist ja super hier, hä? Wir machen ein Video für Emma. Super Idee, da freut sie sich. Uns geht's gut. Ja, also wir sind jetzt auf die Burg Aldan und hier ist total super. Du, das sollten wir bald mal wieder machen, oder? Wird das nicht etwas zu teuer? Oh. Wenn es so teuer wird, dann verkaufe ich die unterwegs. Super, dann laufe ich weg und wir verkaufen mich neu. Und wenn wir mich 3 bis 4 Mal verkauft haben, haben wir genug Geld, um einen ganzen Monat Urlaub zu machen. Ich bin nicht billig. Ja, und absolut unverkäuflich. Hm? Es war so schön, Mama. So schön wie nix auf der Welt. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Wolltest du eigentlich nie noch ein zweites Kind haben? Ich bisher
Du, vielleicht kommt ja noch irgendwann mal eins, ne? Dazu brauche ich dann aber auch den passenden Mann. Hm. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube, wir drei wären ein gutes Team. Das glaube ich auch. Ich muss nachdenken. Eier und Schmalz, Butter und Salz. Wir backen heute unser Standardwerk. Mama hat Geburtstag, hast du das vergessen? Nein, natürlich nicht, aber... Oh, Eier aufschlagen kann man auch mit links. Hier, ein Mondstein. Und schwuppdiwupp ist alles wieder heil. Du brauchst dringend noch einen Rosenquarz gegen Elektrosmog. Was? Da will jemand unseren Bus klauen. Scheiße. Da. Hey, Dennis. Hey, Jan, servus. Keine Sorge, der klaut den nicht. Du bist eine halbe Stunde zu früh. War noch unter der Dusche, Mann. Was macht der an unserem Bus? Will ihn kaufen. Was? Aber der ist schon alt und reparaturbedürftig. Außerdem in Zukunft vielleicht ein bisschen zu klein, ne? Zu klein? Guck mal, haben wir alles selber gemacht. Das oben kannst du anheben und dann kann man schlafen. Ja. Mein ganzes Leben ist in dem Bus. Ich weiß. Aber schau. Manchmal muss man im Leben Dinge zurücklassen und Veränderungen akzeptieren. Das ist so. Außerdem, schau mal. Es gibt einen Nachfolger. Da ist sogar ein Zelt auf dem Dach. Da kannst du von innen reinklettern. Das ist riesig. Wofür brauchen wir mehr Platz? Neulich hast du mich doch nach deiner Mutter gefragt. Mhm. Vielleicht wär's in Zukunft schön, wenn du nicht nur einen Vater, sondern auch eine Mutter hast. Aber ich hab doch eine Mutter. Irgendwie muss ich doch auf die Welt gekommen sein. Ach, eigentlich schon wieder das Thema, Luise. Wenn du ein paar Jahre älter bist, dann erkläre ich's dir. Und ich bin mir sicher, du wirst es verstehen. Ich verstehe jetzt schon. Du willst die Leni und deshalb brauchst du ein neues Auto. Weil du ihr imponieren willst. Sie hasst mich. Sie tut nur so freundlich. Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Doch, ich glaube, die ist so schön, dass du gar nicht sehen kannst, wie sie drin wirklich ausschaut. Jetzt pass mal auf, ich arbeite mit Leni. Ich mag sie. Du kennst sie überhaupt nicht. Ich meine, ehrlich gesagt, kenne ich sie auch nicht wirklich. Warum sie das mit den Haaren macht zum Beispiel, das ist... Lacht wie eine Hexe. Hey, du musst dir nicht meinen Kopf zerbrechen, okay? Außerdem, Madame, deine Handyrechnung war astronomisch hoch. Mit wem telefonierst denn du da die ganze Zeit? Meinst du? Luise, du weinst du sonst nicht. Was ist denn los? Luise! Luise! Tropfen müssen ganz leise gespielt werden, kaum hörbar. Pass auf, sonst fange ich noch an zu weinen. Für dich?
glaube, ich ziehe mir morgen mein schönstes Kleid und werde bei Luise um deine Hand anhalten. Das narrische Kind. Schön, dass du da bist. Hoppala, wie siehst du denn aus? 6er in Mathe, oder? 1. Wow, müssen wir ja gleich die Limo-Korken knallen lassen. Ne? Hat sich also gelohnt, die ganze Plackerei in den Ferien, was? Wusstest du, dass Jan das Auto verkaufen will? Ja, dafür gibt's ja jetzt auch ein größeres und ein schöneres. Ja, brauchen wir ja auch, wenn wir jetzt zu 6 unterwegs sind. Zu 6? Ja, weil, hat der Jan nicht gesagt, dass Leni jetzt die Keyboards übernimmt? Sie ist eine gute Musikerin. Ja, und dann haben wir auch endlich eine Frau in der Band. Sie geht mit auf Tour? Luise, böse Stiefmütter, die gibt's doch nur bei Hänsel und Gretel. Außerdem weißt du doch, wie er ist. Ja, in ein paar Wochen hat er keine Lust mehr auf sie. Warum verteidigst du ihn? Du kannst sie doch auch nicht leiden. Ich kann sie nicht riechen und das ist was völlig... Siehst du? Die Hexe hat ihr Knusperhäuschen verlassen. Die beiden müssen noch ein bisschen exiger stehen und die muss gesichert werden. Ich hab eh das Gefühl, sie sind alle nicht so gut gesichert. Hallo, Luise. Pass auf, das ist hier heute alles ganz wackelig. Kenn ich's. Die Bühnen in Afrika waren auch die ganze Zeit total wackelig, weil die tollen Frauen drauf getanzt haben. Jan konnte sich nie retten vor Verehrerinnen. Wahrscheinlich hat er so viele Frauen in seinem Leben gehabt, weil er die eine, die ihn verlassen hat, nicht vergessen kann. Was willst du, Luise? Willst du mich warnen? Oder willst du mir verbieten, mit Jan zusammen zu sein? Glaubst du nicht, dass dein Vater alt genug ist, um das selbst zu entscheiden? Hm? Wer weiß, vielleicht willst du ja in 1-2 Jahren auch gar nicht mehr mit Jan zusammen sein. Vielleicht willst du ins Internat mit Freunden und in Sprachen lernen. Im Feriencamp hat sie doch... Ich werde Jan nie verlassen. Und er hat mich... Entschuldigung. Luise! Mann, wie konnte sowas passieren? Geh dran, Luise, geh dran. Ich hab alles verbockt. Jan spricht nie wieder ein Wort mit mir. Ja, Körner? Hallo? Du musst nicht bis Mitternacht bleiben, ne? Ja, ich möchte doch mit meiner Tochter anstoßen. Immerhin war ich bei deiner Geburt nicht ganz unbeteiligt. Ich muss aber mindestens noch 2 Stunden arbeiten, ja? Das macht nichts. Ich habe mein Pöblet dabei. Bist du immer noch auf diesen Ü60-Portalen unterwegs, oder was? Ja, das solltest du aber auch mal probieren. Auf dem Ü60-Portal unterwegs sein, oder? Weißt du, wie viele Zuschriften ich bekommen habe in 3 Monaten? Ha. Na, rate. Weiß ich nicht. Na, eine. Ha. Und Frank? 321. Na Mensch, das spricht doch für ihn, dass er sich trotzdem mit dir treffen will, oder? Darf ich? Ja. Lotte wusste nicht mehr, wie man Kuchen backt. Ja, komisch, ne? Hm? Sie ist ein bisschen verändert, seitdem sie aus den Ferien zurück ist. Prügelt sich in der Schule, redet wie ein Wasserfall, schreibt schlechtere Noten und stellt irgendwie komische Fragen. Ne? Jetzt kommt sie an die Pubertät. Vielleicht spürt sie mehr, dass ihr was fehlt. Oh, Mama, bitte, nicht schon wieder.
Glaubst du wirklich immer noch, dass das Kind in einer langen, unglücklichen Beziehung mit Jan glücklicher geworden wäre? Naja, vielleicht nicht mit Jan, aber bestimmt mit ihrer Schwester. Du solltest Leute endlich sagen. Und dann? Ich habe mich gefragt, wo im Körper man spürt, wenn der andere nicht mehr da ist, ob im Herz oder im Kopf. Und ob da irgendwo ein Loch ist in der Brust. Und ob ich mich auch nur gemeinsam mit meiner Zwillingsschwester als ganzer Mensch gefühlt habe. Auch Janice. Es ist Zeit. Happy Birthday. Danke, Mama. Steine? Pullover. Danke. Aufmachen. Ja. Danke, Mama. Happy Birthday, Mom. Schön. Selbstgemacht. Es ist erstaunlich, wie schnell du kochen und backen gelernt hast. Ja, ich wundere mich auch. Luise. Liebes Kind. Hey. Also, wenn man es genau nimmt, kam sie sogar zu mir, um mich vor dir zu warnen, weil du so viele Frauen geschickt hast. Das musst du löschen. Ja, ja, genau. Oh, Mann. Ich kann ja vor dem Frühstück verschwinden, damit du keine Probleme mit deiner Tochter bekommst. Geh mal alleine. Luise? Was ist denn los? Ist total heiß. Gib ihr doch ein Aspirin. Quatsch, die ist noch ein Kind. Okay, soll ich die Rettung rufen? Entschuldigung. Ich habe eine bessere Idee. Es tut mir leid, ich muss mich jetzt um meine Tochter kümmern. Wir sehen uns morgen im Theater, okay? Kleines Biest.
Auto fahren wie hin. Psst. Im Bus bist du doch immer gesund geworden. Schlaf schön, mein Engel. Wie gesagt, wir waren 21. Und so wurdet ihr geteilt. Und keine sollte je von der anderen erfahren. Das haben wir gemeinsam so entschieden, Luise, der Herrn und ich. Das war der größte Fehler meines Lebens, Luise. Das tut mir so, so leid. Ich kann verstehen, wenn ihr uns jetzt hasst. Wirklich. Hast du mich vermisst? Natürlich habe ich dich vermisst. Wir müssen Lotte anrufen und ihr alles erzählen. Sie hat bestimmt großes Heimweh nach dir. Und du sicher auch nach ihr. Und ich nach meiner Schwester. Und nach Jan, oder? Sicher hättest du dich irgendwann gefragt, warum ich nicht mehr Klavier spiele. Ihr seid zwei raffinierte Mädels. Wahnsinn. Lotte hätte sich eigentlich schon längst melden müssen. Klingt aber gar nicht gut. Du klöst ja. Warum funktioniert das heute nicht? Ich kann jetzt nicht. Hier ist Charlize. Charlize? Was ist los? Psst. Woher hast du die Nummer? Von Luise. Luise? Luise ist hier bei mir, Jan. Was? Willst du sie mal sprechen? Ja. Hallo Jan, hier ist Luise. Das Mädchen bei dir ist Lotte. Wie geht's ihr? Lotte? Luise, Lotte, Luise will wissen, wie es dir geht. Sag ihr, mein Handy ist kaputt. Ihr Handy ist kaputt. Ach, deshalb hat sie nicht geschrieben. Sie hat hohes Fieber. Sie hat hohes Fieber. Was? Was ist denn? Zittert. Wie schlimm ist es denn? Gib sie mir mal bitte. Sie hustet ganz doll. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Wir springen jetzt sofort ins Auto und kommen nach Salzburg, okay? Nein, auf keinen Fall. Warum denn nicht? Nicht mit dem Auto, meine ich. Nehmt den ersten Flieger, okay? Es ist sicherer. Und ihr seid schneller hier. Gut. Lotte. Meine Lotte. Es wird alles gut. Denn lang? Du, ich glaube, da vorne links die erste Tür. Peppa! Luise, was machst du denn hier? Du bist ja gerade da oben noch im Bett gelegen. Heimo. Hallo. Erklärst du ihm, Mama? Charlize? Ja, ich bin's. Leibhaftig. Das ist ja jetzt eine Überraschung. Ja, nicht nur für dich, das war's für uns alle. Das kranke Mädchen da oben ist Lotte und bei mir war die ganze Zeit Luise. Nee, Moment, das heißt, die Luise, die mit uns war, das war gar nicht die richtige Luise. Nein, Lotte, wir haben die im Feriencamp kennengelernt und die Rollen getauscht. Ja. Der Peppal hat's gewusst, hä? Und niemand hat dir geglaubt, gell? Keiner sagt mit dummer Hund zu dir, hä? Lauf. Boah. Na. Hey, Jan. Lotte! Wie geht es dir? Geht so. Ich habe mir Wickel gemacht. Na, hoffentlich lauwarme, hä? Nein, heiße. Na, gratuliere. Das hat das Fieber noch mal schön in die Höhe getrieben. Na, Fieber soll ja bekanntlich heilsam sein. Nee, ihr Kinder. Ihr beiden habt es uns ja ganz schön gezeigt. Ja. Danke, dass du gekommen bist. So selbstverständlich. Du siehst müde aus. Ich hatte Angst um Lotte.
Sagen Sie, was können wir denn jetzt noch genau machen? Das Fieber wird bald sinken. Ich denke, für die Premiere morgen könnte es gehen. Familie wirkt ja manchmal Wunder. Ihre Frau, Herr Professor. Herr Professor! Die doppelte Portion Frechheit. Wollt ihr was trinken? Ja, gerne. Pilzen war Lenis Idee. Wenigstens sieht sie hübsch aus. Jan hatte schon immer Geschmack. Komm, wir machen ein Selfie für Amma. Bitte lächeln. Hey, so eine Studentin, ja? Wollen wir mal langsam nach Hause? Ich sage mir einen Schuss, ja? Okay. Jetzt wird's nicht mehr so. Zum Wohl. Gratuliere, ja. Danke dir. Hat uns echt gut gefallen. Hab ich gesehen. Ja. Du, ich fahre mit den Kindern schon mal nach Hause zu dir, ja? Okay. Ich komme danach. Ja, aber kein Stress. Genieß es. Ist dein großer Abend, Jan. Ist deine Premiere. Feier. Ciao. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss, Mo. Komm hier. Ja. Gratuliere dir. Super Zusammenarbeit. Danke. Wer ist eigentlich das andere Kind? Das ist Luise. Lotte. Also, Luise war eigentlich Lotte. Aber jetzt ist Luise wieder da. Du weißt ja, dass ich mit Luise zusammen... dass Luise bei mir aufgewachsen ist. Du bist Vater von Zwillingen. Ja. Oh. Ich hatte keine Ahnung, dass die beiden voneinander wissen. Nicht schlecht eingefädelt von deiner geschiedenen Frau. Ja, die weiß es auch erst seit gestern Nacht. Das heißt, es gibt eine Frau, mit der du nicht mehr zusammen bist, und dann gibt es eine Frau, mit der du noch nicht zusammen bist. Nee, nicht auch. Es gibt überall Frauen, mit denen ich noch nicht oder nicht mehr zusammen bin. Entschuldige. Entschuldige auch, ja. Leni. Mein Lieblingspizzabäcker. Mhm. In Afrika haben wir mal so eine große Pizza gegessen, dass das ganze Dorf davon satt geworden ist. Klar, ungefähr wie 1000 Pizzen aneinander. Jetzt lass mal lieber davon sprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Genau. Wie habt ihr beiden euch denn das jetzt vorgestellt, hm? Dass wir ab jetzt für immer zusammen sein dürfen. Dann braucht ihr uns auch nie wieder etwas zu schenken. Wirklich nie. Wir hätten euch niemals auseinanderreißen dürfen. Das stimmt. Das war ein Riesenfehler, den wir auch nicht wieder gut machen können. Aber wisst ihr, was wir versuchen können? Ihr könnt versuchen, ab jetzt bessere Eltern für euch zu sein. Was meint ihr? Wisst ihr was? Wenn ihr Lust habt, dürft ihr bei eurer Mutter in Frankfurt leben. Und mich kommt dann in den Ferien besuchen oder wenn ich meine Premiere habe. Das würdest du für sie tun? Du hast mich nie für besonders liebesfähig gehalten, oder? Ja, ich wäre bereit zu verzichten. Wir wollen Mutter und Vater haben. Ja, aber das habt ihr ja dann. Zusammen. Manche Wünsche sind leider unerfüllbar.
Was würdet ihr denn davon halten, wenn Lotte und ich nach Salzburg ziehen würden? Ja! Du? Ja. Hierher? Klar. Ist ja grundsätzlich egal, von wo aus ich arbeite, solange es einen funktionierenden Internetanschluss gibt. Mama! Ja! Vielleicht ergibt sich auch was Neues hier, wer weiß. Ha? Vorausgesetzt, wir finden noch eine Wohnung, wo ihr beiden euer eigenes Kinderzimmer habt. Was meint ihr? Und ein Zimmer für Amma, wenn sie uns besuchen kommt. Oha. Na, die geht, glaube ich, lieber ins Hotel. Hotel Stein. Gibt's hier. Genau. Das wird sich organisieren lassen. Und? Ist das in etwa das, was ihr euch da im See vorgestellt habt? In etwa? Ja. Ist mehr Glück, als wir eigentlich zusammen verdienen. Aber nicht mehr, als wir ertragen können. Also ich könnte noch mehr Glück vertragen. Ja? Ja, ich auch. Ich glaube, für euch ist es ein Glück, jetzt ins Bett gehen zu dürfen. Oh, Papa, das ist feige. Du kneifst. Hey, hallo, keine Widerrede. Ab ins Bett jetzt, ja? Plötzlich sind sie sich einig. Obwohl sie sich ja noch nie einig waren. Gute Nacht, ihr zwei. Ach. Und jetzt? Siri, Papa, bring Mama ein Glas. Was würden die eigentlich tun, wenn es uns nicht gäbe? Und was auch immer aus den Erwachsenen würde, am Ende hatten die beiden sich. Und das war gut so.